Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem, wie ich finde, guten Replay von mir. Und zwar mit dem AMX AC46 auf der Karte Live Oaks. Wie ihr seht, typisches Siebergefecht. Ziemlich ausgeglichenes Team, wie ich finde. Ja. Aber wie gesagt, ihr werdet schon sehen. Es ist auf jeden Fall interessant. Und ihr werdet am Ende sehen, was dabei rauskommt. Der AMX AC46, einer der Panzer, die ich am unmöglichsten fand, weil er wirklich. Ich weiche mal von der Kameraperspektive ab und zeige euch das mal. Der Panzer hat in dem Bereich der Front ist ja sehr gut gepanzert, aber dieser riesige Bullenkopf dort oben, was da dieses neben der Einstiegsluke ist, das neben dem MG meine ich, das ist einfach für jeden Treffer ist das wie eine Zielscheibe. Für jeden, der da drauf schießt, ist das Ding wie eine Zielscheibe. Links und rechts an den Seiten ist er natürlich überhaupt nicht gepanzert. Und von daher, wer es nicht weiß, schießt auf die Front, prallt ab. Aber ansonsten, wer es weiß, schießt immer da oben rein. Da wird er jeden Treffer reinmachen. Man kann ihn kaum verstecken. Er hat einen schlechten Tarnwert. Und das einzige Positive an ihm ist seine Kanone, seine Siemer Kanone, womit er wirklich durch viele Panzer durchkommt und auch über 300 Schaden macht. Also von daher ist wirklich. Man muss ihn verstecken, den Panzer. Ansonsten kommt man mit dem Panzer nicht weiter. Einfach so aufs freie Feld stellen, ist mit dem Panzer als Jagdpanzer überhaupt nicht drin. Immer versteckt bleiben, immer hinten bleiben. Ja, wie ich das ja jetzt im Moment auch mache. Mir bringt es nichts vorzufahren. Ich bin sofort Ziel Nummer 1. Ja. So. Auf der Karte Live Oaks natürlich. Standardmäßiger Platz für Jagdpanzer ist erstmal diese Position, um solche Schüsse abzugeben. Auf den IS haben wir sicherlich getroffen. Ja, jetzt merke ich natürlich, dass ich aufgedeckt wurde, weil auf mich geschossen wurde. Und von daher tausche ich jetzt mal die Position. Ich habe natürlich auch gesehen, dass in der Stadt gar keiner von uns ist. Und der letzte, der dort war, ist gestorben. Also wechsle ich die Position, weil sie haben hier oben so dolle durchgedrückt, dass ich der Meinung bin, dass sie auf der linken Seite kommen. Ja, unser Team hier unten eigentlich ziemlich gut aufgestellt gegen die Panzer, die von da kommen. Aber lassen wir uns überraschen. Der Krombel merkt, dass ich an der Position viel besser dran bin als er. Ja, also geht er auch freiwillig weg. Ich stelle mich hin, habe eine Scherenfernrohr drauf und mir bleibt natürlich nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass ein Gegner um die Ecke kommt, ja. Das ist halt Jagdpanzer. Sehe ich, da ist ein KV-2. Ich gucke auf ihn. Er zieht sich hinter das Haus. Er kriegt aber auch genug Treffer, von daher ist das kein Problem. Was natürlich auch ein Problem von dem Panzer ist, ist die originale Sichtweite. Wenn man sieht, wie weit ich bloß gucken kann, ohne Scherenfernrohr und mit Scherenfernrohr so weit. Ja, diese Sichtweite ist okay, aber ohne Scherenfernrohr kann ich nichts machen. Und wie ich es mir gedacht habe, kommt aus dieser Ecke natürlich da ein Hellcat. Aber ein Hellcat ist für den Panzer zwei Schuss. Dann hat das Hellcat keine Chance mehr und geht auf wie ein Weihnachtsbaum. So, ich versuche an den Fury ranzukommen. Was dort passiert. Jetzt kommt der Fury zurück, fährt er wieder vor. Genau so werde ich wahrscheinlich auch da sitzen. Und ich komme nicht ran. Ich gucke nochmal auf den KV-2, aber da komme ich eh nicht ran, weil der hinter dem Haus steht. Ja, das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass der IS sich da noch ein bisschen in der Position umstellt, damit man auf ihn schießen kann. Versuche ich da was zu geben, aber ich schieße auf die Häuserecke. Mich noch ein klein bisschen umzustellen und dann macht der IS natürlich einen großen Fehler. Er weiß, dass wir hier oben stehen, alle Mann, und kommt trotzdem vor. Und das ist natürlich für mich eingeladen. Die Kanone mit ihren knapp 300 Schaden, die er macht. Jetzt guckt er auf mich, der IS.
Darum fahre ich ein Stück zurück. Und der IS hat die Position immer noch nicht richtig großartig gewechselt. Er wusste, dass ich da rankomme mit dem einen Schuss. Jetzt gucke ich natürlich in Richtung KV-85. Ich werde ihn auch nochmal aufdecken mit meinem Schirmfernrohr. Jetzt sehe ich ihn zwischen Turm und Wanne in den Kranz rein. Wie man sieht, er kann den Turm nicht mehr bewegen. Jetzt hoffe ich natürlich drauf, dass der KV-85 nochmal um die Ecke kommt, aber ich glaube, er kommt nicht mal. Ach, KV-85, T-34-85 um die Ecke kommt. Aber wie ihr sehen werdet, der kommt nicht mehr um die Ecke. Und in der Zeit ist die komplette rechte Seite gestorben. Wie das auch immer ging, dann habe ich. Es liegt mir völlig fern, darüber nachzudenken, wie das passieren kann, aber ich habe mir da schon einiges denken. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt noch auf den KV-85, stehe jetzt hier noch ein paar Sekündchen rum, weil ich denke mal, dass er oder hatte das Denken daran, dass er vielleicht doch vorgucken könnte, aber er macht das halt nicht. Jetzt gucke ich natürlich sofort nach einem neuen Ziel, solange wie hinten noch keiner weiter gestorben ist, werde ich nicht zurückfahren, weil bringt mir nichts, da übers freie Feld zu fahren. Um aufgeklärt zu werden. Ja. Warte ich hier noch weiter auf den KV-85. Aber er lässt sich einfach nicht mehr blicken. Ich stelle mich jetzt nochmal kurz um, um wenigstens mit meinem Schirmfernrohr vielleicht in die Richtung zu gucken, um den Churchill, der dort hinten aufgedeckt war, zu sehen. Das ist der T25-2, das ist der letzte, der großartig Schaden machen kann bei uns. Durch seine hohe Reload-Zeit. Ich weiß, es ist etwas langatmig an der Stelle, aber wie gesagt, das gehört zum Jagdpanzerfahren dazu. Nur einfach vorfahren bringt dem Ganzen überhaupt nichts. Ja, wenn ich jetzt einfach vorfahre, beschießt mich wahrscheinlich der T34-85 von vorne und der Churchill von der rechten Seite. Darum bleibt mir auch in dem Moment erstmal nichts anderes übrig. Ich bin aber langsam der Meinung, dass der T-34 weg ist aus der Stadt. Weil, wie man sieht, erlebt er immer noch. Außerdem ist ja noch die Frage nach dem KV-2. Wo ist der hingefahren? Was macht er gerade? Ist er zurück zur Base gefahren? Jetzt kommt natürlich ein tolles Schauspiel. Der Cromwell und der T-34-85 von uns werden, glaube ich, gleich vom 25-2 gekillt. Da ist der erste tot. So, ich sehe jetzt gerade den Churchill. Dank Schirmfernrohr, ohne das wäre das nicht gegangen. Ich komme da sehr schlecht ran, er zeigt nur seinen Turm, aber er fährt zum Glück weg. Habe ihn verfehlt. Einmal getroffen vom Gegner, habe ihn nochmal verfehlt. Der Jagdpanther hat da eine gute Sache geleistet. So, ich bin jetzt einfach der Überzeugung, dass er T-34-85 aus der Stadt rausgefahren ist. Ich will jetzt einfach mal selber gucken, ob er noch da ist oder nicht. Da hinten ist der KV-2. Ich gucke nochmal auf ihn. Ich glaube, der Panther nimmt ihn jetzt raus. Genau. Weg ist er. Eine Bedrohung von der rechten Seite weniger. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die Stadt rein, ob da
der T34 ist. Ich versuche natürlich auch aufgrund der Aufmerksamkeit keine Bäume und keine Häuser umzufahren, weil alles wird von der Art hier registriert. Bäume fallen natürlich viel mehr auf. Ja. Jetzt gucke ich nochmal auf die Seite. Da kommt der Churchill. Da habe ich eine Häuserecke aus Versehen touchiert. Ist nicht das cleverste, ihr Fahrer, aber die Arte guckt anscheinend nicht auf unsere Seite. Jetzt kann ich den Churchill wenigstens von hinten angreifen. Komme nicht direkt an ihn ran. Er versucht auf mich zu schießen. Der hat natürlich den Vorteil. Oder den Nachteil, dass er mit dem Rücken zu mir steht, aber er hätte seinen Vorteil nutzen können, dass vieles bei ihm abprallt von der Seite. Aber hätte er auch vieles gut machen können mit seiner Feuerrate. Warum er da jetzt so stehen geblieben ist, das weiß er wahrscheinlich selber. Er hat gemerkt, dass zwei Leute auf ihn zukommen. Dann wäre ich schon wenigstens bis in die Häuserecke reingefahren. Weil die Kette war auf jeden Fall nicht getrackt. So, in diesem Moment blieben uns zwei Sachen über. Entweder fahren wir zurück zur Base, und jetzt habe ich nämlich gesehen, dass sogar die Artillerie bis dort hinten durch ist. Das bedeutet für uns, dass zwei gegnerische Panzer da hinten sind und die uns locker wegcappen. Also, kurzerhand überlegt und wieder zurückgefahren, weil das bringt uns nichts. Das hätte höchstens ein Unentschieden werden können, wenn die beide im Cap waren. Also fahre ich zurück, der Jagdpanther dreht auch um und kommt mit. Weil der T25-2 dort ist schon ziemlich gefährlich für uns, vor allem mit seiner hohen Feuerrate. Ich habe gerade in dem Moment zum Panther geschrieben, dass er doch Cappen fahren könnte. Was sicherlich auch eine gute Möglichkeit gewesen wäre, er hätte schon in den Cap fahren können. So, da steht der T34-85, den ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe. Ist natürlich in die Front, was ich gesagt habe, was dem Panzer überhaupt nicht viel bringt. Ja, der T25 schießt mir auch in die Front. Das prallt natürlich ab, aber wer mir direkt einen drauf gibt, das kommt selten in der Klasse durch. Wenn man nicht genau auf dieses Hütchen auf der linken Seite zielt, da auf dieses. Ich denke mal, das ist für die Sichtverhältnisse da. Normalen Dasein von dem Panzer, um rauszugucken. So, jetzt bin ich natürlich auf der Suche, weil ich habe gesehen, hier hinten ist auch eine Arti. Ich schieße natürlich im Fahren, weil ich muss die Arti ein bisschen in Bewegung halten. Nicht, dass die einfach so auf mich einzoomen kann und auf mich zielen kann. Die haut jetzt natürlich vor mir ab. Dass ich hier natürlich noch zwei Schaden stehen lasse, ist natürlich nicht so toll. Aber das hier ist halt. Das ist der T25-2. Das ist natürlich ein Angstgegner, sage ich jetzt mal. Aber er hat mir wieder nicht auf dieses Hauptboot geschossen. Darum geht er nicht durch. Wenn er ein bisschen gezielt hätte, hätte er mich jetzt rausnehmen können und hätte das ganze Spiel klar entscheiden können. Aber da er nicht gezielt hat. Ist das erledigt. Ich bin auch der Meinung, dass ungezielt schießen, ich mache es selber sehr oft, aber das ungezielte Schießen ist in einer wichtigen Situation nicht gut. Ich wollte jetzt in den letzten 1 Minute und 20 noch schnell cappen, weil ich nicht wusste, wo die Arti ist. Aber der Panda schien zu wissen, wo die Arti ungefähr ist. Und fährt natürlich dahin. Ja. Jetzt hat er die Arti aufgedeckt für mich und ich habe es zum Glück gesehen. Ich habe ihm geschrieben, dass wir zu zweit cappen fahren sollen, weil dann hätten wir bloß 40 Sekunden für einen Cap gebraucht. Aber da er die Arti da aufgedeckt hat, blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als die Arti zu suchen. Ja. 176 Strukturpunkte, natürlich kann mich die Arti auch wegmachen. Sie dreht auf mich ein und ich mach sie weg. 40 Sekunden Verschluss. Das war das Replay. Danke für euch fürs Zuschauen. Die Auswertung kommt jetzt noch. So, da sind wir bei dem
Statistiken von dem Replay des AMX ACMI 46. Wie ihr seht, ich habe mit dem Panzerassi fahren, wieder Großkaliber und die Top Gun. Ja, wir haben insgesamt den Topscore erreicht in der Gruppe mit zwei Überlebenden. Insgesamt gemacht 3259 Schaden, knapp 670 Spot-Schaden und insgesamt eine Kohle von 51.000 Credits, ausgezahlt davon 25.669. Das Ganze mit einer Einfacherfahrung von knapp 2000 Punkten, um genau zu sein, 1969 Punkte. Ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Replay.